Bayerns Metallbranche steckt in der Krise. Immer mehr Unternehmen wandern ins Ausland ab. Bei Prey in Bad Neustadt sollen 420 Stellen gestrichen werden. 1400 Mitarbeiter des Automobilherstellers bilden anfangs der Woche aus Protest eine Menschenkette. Allein in der Region Schweinfurt sind derzeit über 2000 Arbeitsplätze in Gefahr. Trotzdem will die IG Metall in den Tarifverhandlungen 7% mehr Lohn fordern. Das ist ziemlich wurscht, in welcher wirtschaftlichen Lage wir uns aus Sicht der Arbeitgeber befinden. Die haben niemals ein Argument dafür, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Also wenn es gut geht, ist es der falsche Zeitpunkt. Wenn es schlecht geht, ist es der falsche Zeitpunkt. Das sind die geringsten Argumente, sondern da stechen unsere Argumente, dass wir es verdient haben, dass wir es brauchen und dass es jetzt Zeit wird, dass das passiert. Für die Arbeitgeber ist das alles nicht nachvollziehbar. Die Schmerzgrenze sei für viele Metallunternehmen erreicht. Wir sind in einem tiefen Konjunkturtal. Die Auslastungsgrade in den Unternehmen gehen herunter, die Auftragseingänge sinken, die Auftragsbestände sinken damit auch, die Produktion wird geringer. Wir sind in einer schwierigen Situation und dann kann man entsprechende Forderungen der Größenordnung nicht stellen. Die Verhandlungen über den neuen Tarifvertrag sollen Mitte September beginnen. So, und dabei geht es um etwa 600.000 Arbeitnehmer, über deren Tarife verhandelt wird. 70.000 Jäger gibt es in Bayern. Das sind auch schon eine ganze Menge. Und die müssen sich ja immer wieder vorwerfen lassen, sie würden eigentlich nur in den Wald marschieren und dann irgendwie Tiere erschießen. Dass das nicht so ist, dass sie weit mehr zu tun haben, die Jäger in Bayern, das haben sie heute mal Landtagspräsidentin Ilse Aigner im oberbayerischen Emmering gezeigt. Und Nikolaus Trägert, der war mit dabei. Die Jagd ist über 1,5 Millionen Jahre alt. In frühen Zeiten diente sie nur der Ernährung. Heute hat die Jagd einen viel umfassenderen Auftrag. Den haben Vertreter des Jagdverbands Landtagspräsidentin Ilse Aigner demonstriert. Das Schießen an sich nimmt den kleinsten Teil von der ganzen Jagd ein, was wir Jäger machen. Wir kümmern uns um die Wildtiere, wie Sie ja hier auch gesehen haben. Wir kümmern uns um das Habitat, um alle Wildtiere im Grunde genommen, die hier leben. Das ist unser Ziel, das ist unser Zweck, das ist, warum wir es machen. Die Jäger schießen vor allem Tiere, die die Artenvielfalt bedrohen, weil sie selbst keine natürlichen Fressfeinde mehr haben. Die Jagd hat hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten, was den Umwelt- und den Naturschutz betrifft. Und es ist ein Dienst an der Allgemeinheit, weil ohne Hege wird das auch nicht funktionieren. Neben der Hege, also dem Schützen und Erhalten des Wildbestands, versuchen Jäger aber auch die Pflanzen- und Insektenwelt zu unterstützen. Natürlich helfen wir massiv dabei, mit diesem Klimawald zu erreichen, indem wir uns da um den Wald kümmern. Aber gerade hier unten in den Feldregionen haben wir viele, viele Blühstreifen. Bei mir im Revier sind es gute 10 Hektar. Das ist ein Blühstreifen, das sind Insekten, das sind viele Kleinlebewesen. Und so baut sich von unten nach oben die Artenvielfalt wieder auf. Und als Belohnung haben wir dann eben Vögel wieder da, wie den Wiederhopf oder die Feldlerche. Eine von vielen Belohnungen durch die Natur, die unser Bayern erst so richtig schön machen.